Hallo, ich bin Florian und ich mache die Ausbildung zum Metallographen am Letteverein Berlin. Und mich interessiert der Ausnahmezustand. Hier haben wir ein typisches Heizungsrohr, das bereits Korrosionserscheinung zeigt. Und wir haben dieses Rohr einmal quer aufgeschnitten und einmal so eingebettet in Epoxidharz. Und wenn man jetzt schon geschultes Auge hat, kann man sehen, dass wir hier viele Risse haben, die womöglich durch diesen Defekt ausgelöst werden. Was wir hier sehen, ist, dass die rote Schicht möglicherweise Kupferoxidol ist. Wenn im Kupfer Sauerstoff und Wasserstoff aus der Luft miteinander reagieren, bilden sie Wasser. Und das kann dann zu Rissen im Material führen. Und jeweils an den Grenzen dort können sich Risse besser ausbreiten. An dieser Untersuchungsmethode kann man sehen, dass das Material entweder schlecht produziert wurde oder es war schon 40 Jahre im Gebrauch und dann kann so ein Fehler natürlich mal passieren. Und wenn du das auch können möchtest, dann geh zum Letteverein Berlin und bewirb dich für die Ausbildung zum Metallographen.